Freiwilligenarbeit sichtbar. Zum dritten Mal ehrte die katholische Landeskirche im Kanton Zürich in einem Wettbewerb kreative, innovative und nachhaltige ehrenamtliche Projekte. Diese prägen in großer Vielfalt und mit beeindruckendem Engagement das kirchliche Leben und sind allgemein für die Gesellschaft sehr wertvoll, wie etwa die Weihnachtssterne-Aktion der Pfarrei St. Anna in Gladbruck, wo schon seit 30 Jahren in der Adventszeit Senioren beglückt werden. So ein Projekt, wo man heute noch fast problemlos an 60 Freiwillige kommt, finde ich etwas Einmaliges. Einmalig ist jedes der neuen Projekte, die an diesem heißen Juniabend vorgestellt wurden, so einmalig und bunt wie die Menschen, die dahinter stehen. Wie etwa hinter der Freestyle-Stube. Wir haben Flyer verteilt in ganz vielen Stunden, wir haben viele Sitzungen gehabt. Die Freiwilligen konnten nicht nur bei der Vorarbeit eingesetzt werden, sondern sie haben eigentlich den ganzen Anlass geleitet. Nämlich Sprayen, Rappen und andere auf Deutsch nicht ausdrückbare Aktivitäten, die in Kirchenkreisen etwas unkonventionell wirken, doch biblisch gesagt Talente zum Vorschein bringen. Unkonventionell, das trifft auch auf den Frauenverein St. Laurentius Winterthur zu. Mit dem üblichen konventionellen Programm war er in die Krise geraten. Also musste eine Spurgruppe her. Sollte Mann bzw. Frau mit dem reformierten Frauenverein fusionieren? Oder sich auflösen? Oder mit dem Männerverein enger zusammenarbeiten? Oder mit anderen Vereinen? Neue Projekte und mehr Beteiligung der Vereinsbasis, dahin sollte es gehen. Das der Generalversammlung vorzustellen, war wie der Sprung ins kalte Wasser. Ich habe relativ schnell auch eine junge Frau gefunden, die jetzt auch im Vorstand mitmacht, aber auch sehr aktiv Sachen mitmacht, wie eben das Selbstverteidigung für Mädchen. Doch auch ältere Herren können etwas für Jugendliche tun, wie etwa Franz Strebel, der mit Greifenseer Firmlingen nach Santiago de Compostela pilgerte. Wobei sich übrigens das Schriftwort erfüllte, der Herr lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Weil es noch immer geregnet hat, bin ich drauf und dran gesehen, ein Taxi zu organisieren. Aber Protest. Alle haben protestiert und haben gesagt, wir laufen nach Santiago. Und das haben wir gemacht. Denn welchen Sinn hätte das berühmte Rauchfass, wenn man nicht auch ein wenig durchgeschwitzt in der Pilgerkathedrale ankommt? Wie die Jugendlichen, so gehen auch die Senioren gerne auf Reisen. Mit dem Programm Activia bringen Peter Gruber und seine Mitstreiter Senioren der Pfarrei Heilig Geist Zürich auf Trab, die sich sonst zu Hause verkriechen würden. Es kommt dann auch viel zurück. Also wenn man dann die Kommentare hört oder die Rückmeldungen, wenn man etwas gemacht hat, wie so einen Maiausflug mit 50 Leuten und alle am Schluss sagen, das ist wieder toll gemacht, dann ist das für mich eine Bezahlung, die nicht in Geld ist, aber sehr viel beinhaltet einfach. Nicht nur die Senioren, sondern auch die Kleinsten bezahlen in diesem Sinne bargeldlos. Zum Beispiel beim Eltern-Kind-Singen in Greifensee. Je mehr wir uns bewegen oder auch mit dem Musikinstrument, haben sie auch Freude mit dem Triangel oder Tambourin, wenn sie selber aktiv etwas machen können. Doch welches waren nun die drei besten Projekte? Auf sie werfen wir nun einen Blick. Die Jury, das waren die Teilnehmer am Wettbewerb selbst. Bald standen die drei Sieger fest. Und diese Buchstaben entpuppten sich schnell als das Café International der Pfarrei St. Georg Küsnacht. Ein Integrationsprojekt für Flüchtlinge, bei dem Asylsuchende und Küsnachter voneinander profitieren. Und das nicht nur kulinarisch. Ich habe mit Café eine neue Familie gefunden, die mich in Freude und Leid begleitet und unterstützt. Nie hätte ich so träumen gewollt, hier in der Fremde Freunde zu finden. Um Kulinarik auf einfacherem Niveau und wiederum um Integration geht es beim Projekt Morgetisch und Burbetreff von Manfredo Körper aus Winterthur, der zusammen mit Unterstützern Kindern ein Frühstück ermöglicht, die daheim keines bekommen. Sie sagen, ihr seid neues Papi und Mami. Viele Kinder sagen mir, der Schweizer Papi. Diakonie heisst auch, mit dem Hintern auf den Tisch sitzen, was viele Kinder auch sagen, das dürfen wir nicht. Zu Tische dienen. Der Tisch ist ja all da, wo es Abendmahl gibt in der Villa. Und wenn wir das nehmen und gehen raus und so etwas machen, teilen wir es weiter. Man macht mal keinen Spruch, es lebt. Das Projekt bekam den mit 3.000 Franken dotierten zweiten Preis. Wie viele Nutella-Brötchen gibt es für 3.000 Franken? Den ersten Preis errangen die jungen Erwachsenen mit diesen beiden Buchstaben. Hier sieht man, was sie bedeuten.
Die Idee: Als Menschen, die erst vor ein paar Jahren gefirmt wurden, sind die Firmenbegleiter der Pfarrei St. Christophorus Niederhasli an ihren Firmlingen ganz besonders nah dran. Es macht Spass, mit Leuten zusammenzuarbeiten, mit Jugendlichen. Und es macht einem auch Freude, wenn man ihnen etwas beibringen kann und etwas weitergeben kann auf dem Weg. Die Übernahme echter Verantwortung auf allen Ebenen von Kirche. Das war wohl so etwas wie der gemeinsame Nenner aller präsentierten Projekte. Ich glaube, das ist so der Weg der Zukunft, dass wir nicht Leute finden, die Aufgabe, wo wir glauben, sie sind wichtig, dass sie gemacht werden, sondern wo die ihre Ideen und ihre Sehnsüchte auch wirklich verwirklichen können. Und beim Apro Risch relativierte sich dann auch mehr und mehr die Rangliste, denn eigentlich war jedes der Projekte auf seine Art unvergleichlich. Wir haben heute gehofft, wir kommen ein bisschen den vorderen Rang vor, das gebe ich ehrlich zu, aber ich denke, heute sind wir alle grosse Gewinner.